So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Hier bei Let's Play Mount Empty Warband, Staffel 3, Folge Nummer 253 sollten wir angelangt sein. Und wir reiten, wie schon gesagt, nochmal durch das Königreich der Mitte, um noch ein paar Generäle mitzunehmen in die nächste wichtige Schlacht gegen die letzte Schlacht. Nicht gegen die letzte Schlacht, gegen die letzte Stadt von und zu Vegir. Die müssen wir den wegnehmen. Na, komm mal, da kommen es schon alle angerannt. So, dann nochmal einkaufen gehen, Marktplatz, Warenhändler. Oh Gott, das ist aber doch schön. Motiviert die Leute hoffentlich ein bisschen. Komm mal, Käse nehme ich auch noch mit. Ja. Sollen sich meine Leute mal ein bisschen gönnen, dann laufe ich ja mal hin. Und ich werde auch nicht hingucken, wie viele Leute mitkommen. Ich lasse mich jetzt überraschen. Aber da zieht sich schon eine ziemlich lange Spur. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir. Ja. Oh, ein Belagerungsturm, ernsthaft? Oh Gott, den hatten wir doch eben schon. Beziehungsweise letzte Folge. Na gut. Warten wir eben ein bisschen. Ich wollte schon sagen, ich habe gedacht, die Stadt hätte jetzt nur ein Dorf. Haben Städte nicht normalerweise vier Dörfer? Ich glaube schon, oder? Ja. Ich glaube. 1, 2, 3, na gut. Banditenlager, okay. Und wir können angreifen. Und das sind echt viele Leute. Ah gut, Belagerungsturm bei einer Stadt ist halb so wild, weil das ist ja sowieso nah dran, wie man sieht. Und ich muss aufpassen, weil ich werde hart Damage kassieren, wenn ich weiter so offen stehe. Boah, das wird jetzt aber eine lange Schlacht. 600 Leute, mindestens. Ich muss aufpassen, die haben Armbrüste, die tun weh. Die tun weh. Ja, die gehen auch nur auf mich, oder? Ich bin gerade irgendwie übelst konzentriert. Ich will echt nicht zu früh sterben. Ey, der eine zeigt sich immer nur ganz kurz. Was soll das? Oh, Alter, ich habe jetzt schon zwei Headshots hintereinander durch ein Schild gegeben. Seit wann ist das denn möglich? Ne, den Pfeil verschwenden war nett. Und ich muss auch aufpassen, nicht, dass ich jetzt hier wieder in irgendeine Ecke festbacke. Lol, seit wann verteilen sich die Leute so? Oh. Na, ah, jetzt kann ich wieder keine Headshots geben. Obwohl doch. Okay, mal down. Oh. So, ich versuche jetzt aber möglichst früh auf die Burg zu kommen. Oder ich versuche die hier zu töten. Obwohl, die machen gerade gar nichts, ne? Einfach mal schießen. Oh, jetzt ist wieder gar nichts mehr. Fickt euch. Da kann ich auch nicht hochspringen, glaube ich. Aber ich kann das hier machen. Getroffen. Und tot. Krieg ich den? Ah, gut, einmal getroffen. Ja, ich komme hier echt gar nicht hoch, glaube ich, ne? Das könnte schwer werden. Weißt du, da haben wir schon einen Belagerungsturm und können trotzdem nur durch einen so einen kleinen Schlitz gehen. Das ist nervig. Oh, komm mal her, mein Freundchen. Ah, Instant Headshot, nice. Ja, ich glaube, die Folge wird gar nicht mehr so spannend werden. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt aber hier reingehe, dann bin ich instant down, glaube ich. Aber ich werde es machen, egal. So, mein Freund, willst du mich durchlassen oder willst du vor mir sterben?
Ah, er will vor mir sterben anscheinend. Ich komme hier echt nicht rein, Alter. Oh, das... Oh Gott, ihr wisst gar nicht, wie mich das gerade aufregt. Komm schon. Oh, lol, lol. That move. Everything planned, Alter. Lol. Lol, das war ja richtig nice. Ah, vielleicht gibt's doch ein bisschen Action, meine Freunde. Dann haben sich die letzten saranidischen Leute ja auch noch mit dem Wege zusammengetan. Um sich an mir zu rächen, oder was? Nix da. Oh, da ist ein Graf. Und weg ist er. Der Boja, Alter. Boja, irgendwas. Atim. Oh, das war der Alchemist. Noch ein Betrüger, Alter. Und die Ymira ist auch dabei. Ja. Jetzt will ich sie aber wieder persönlich, ja. Den Ati-Männer habe ich schon, Yeah, weg mit dir. Ymira, Alter. Scheiß Betrüger. Ja, ich habe so viele Kills gemacht. Ich muss nur kurz kratzen. Hör mal auf damit, bitte. Danke. Ich habe auch ganz nett gefragt, aber trotzdem nicht aufgehört. Aber ich habe so viele Leute getötet und wir sind immer noch nicht auf den Mauern. Wir werden nie bei dieser Stadt auf die Mauern kommen, glaube ich. Die Leute kommen auch immer wieder so weit zurück, dass ich Zeit verliere beim Hin- und Hergehen. Guck dir das an. Warum machen die das, Alter? Das nervt mich. Ich glaube, die machen einfach Platz. Ja, die machen Platz für die Neuen immer. Und ein paar Leute sind auf der Burg, das ist gut. Die dürfen jetzt nicht down gehen. Auf die Mauern, meine Freunde. Alter, ich schlag einfach nur wild um mich. Oh mein Gott. Uncool. Lol, wie konnte ich den verfehlen, Alter? Oh lol. Oh lol, hallo. Lol. Was ist das für ein Kampf? Er fickt mich, lol. Oh, hab ich viel Leben verloren. Unnötig. Das wird so lange dauern, weil wir einfach nicht auf diese beschissenen Mauern kommen. So, jetzt bitte nur von oben schlagen. Dann geht das Ganze vielleicht doch ein bisschen schneller und wir haben eine Chance. Oh ja, doch, 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 doch. Das kann was werden. Ich muss nur aufpassen, dass ich wieder runterfalle. Scheiß saranidischer Mann, ey. Es gibt euch nicht mehr. Oh, komm, komm, ein paar Männer können auf die Burg, auf die Mauern. Kommt schon, ein paar können auf die Mauern. Ein paar Leute schaffen es. So, ich werde gleich runterfallen, ich sag's jetzt schon. Oh, Jeremus blockt und nicht meine Schläge. Oh Gott, ey. Alter, das ist ja... Dort nenne ich mal eine XP-Farm, Alter. Scheiße, auf Minecraft XP-Farm, Alter. Hier kommen Out and Blade. So, und ich bin jetzt ganz vorne. Was soll das, Männer? Oh mein Gott. Da sind so viele Bogenschützen. Ich werde so down gehen. Ich werde so down gehen. Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Auf dem. Also, ich lasse die Leute jetzt durch. Spawnt da nichts mehr Neues oder sind das einfach zu viele Bogenschützen? Na, da ist was Neues gespawnt. Einfach mal ein paar Headshots verteilen. Ah, du sollst sterben, Bogenschütze. Du auch. Und schon wieder neue, what the fuck. Ich habe gar kein Kriegsgeschrei. Warum? Sind meine Männer nicht mehr motiviert? So, vier Pfeile noch. Nicht geil.
Was machen wir jetzt? So, vielleicht finden wir irgendwo ein Paket Pfeile auf dem Boden. Nicht. Ich meine, helfen können wir gerade sowieso nicht. Alter, wie soll man denn hier so ein Paket Pfeile finden? Gib es nicht. Gib es einfach nicht. So, darf ich hier durch, bitte? Danke. Da. Ich brauche nur einen Sack Pfeile. Aber wir machen es gerade. Sowieso. Oder wir haben es sogar schon gemacht. Toll. Ripwegi oder was? Ja! Oh Gott, den Schrei habe ich gerade richtig gespürt. Boah, ich glaube, jetzt sind die Männer richtig motiviert. Den Schrei habe ich sogar gespürt. Lol, einer von uns stand instant down. Lol. Entschuldigung, seriöses Let's Play natürlich. Guck mal, mit was die den König verteidigen wollen. Mit Steinen. Wo sind wir denn hier gelandet? Der eine wirft einfach mit Steinen. Unglaublich. Gegen sowas müssen wir kämpfen. Gegen Steine werfende Leute. So, komm. Pfeil kriegt ihr ab, bevor ihr runterlauft. Wow, too easy. Lol, einer ist down. Nicht gut. Aber too easy. Lol. Einfach durchgemetzelt. Unsere Stadt. Ein schönes Lagerfeuer. Warum nicht? Ah, bist mein Gefangener. Du bist mein Gefangener, König. Wir haben nicht mal Leute verloren. Na komm, da die alle so tapfer gekämpft haben. Behalten wir die jetzt und tauschen die nicht gegen bessere aus. Guck mal hier, was heißt denn schon freilassen, Alter? Wie, als ob ich die zwinge zu kämpfen? Die machen das doch alle freiwillig. So. Ah, die kriegt wieder mal niemand die Stadt. Aber natürlich gehört sie mir. Nochmal alles checken, bevor wir uns freuen können. Und ja. Das sind aber gar nicht so große Truppen, oder? Nee, Mann. Eigentlich nicht. Aber gut. Leute, wir hören jetzt schon auf. 13 Minuten reichen auch. Da habt ihr eine richtig gute Schlacht bekommen und ja, meine Freunde. 10.000 Likes will ich sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann und ja. Ciao.